Hallo hey Leute, diesmal habe ich dabei X-Files äh, Zero. Na? Also ja, null, ne? Aber halt nichts mit Batman ja null zu tun ist, klar, ne? Die waren zuerst da. Batman hat das kopiert. <laughs> ne, ich bin mir nicht sicher, wie die Zeitabläufe waren, ne? Ja. Und äh, diese Miniserie, äh, Serie, die hier jetzt als ein Band vorliegt, ne, ist irgendwie zum selben Zeitpunkt wie äh, die Comic Staffel 10 erschien, ne? Ja, und wir treffen unsere beiden Vorzeigeagenten äh, Mulder und Scully, die gerade ja einen, äh, ja, Werpuma jagen, auch, ne, so wird es uns zumindest berichtet. Es erscheint, sieht aber für uns alles erstmal nur wie ein normaler Puma aus und auch für Scully sieht es wie ein Puma aus. Es ist eher ein Moder, der uns halt erzählt, es ist ein Wehrpuma und ich bin nicht mehr fokussiert. Ich muss auch mal so machen, dann kriegt er das wieder so. Gut. Und, ja, äh, wieder erwartend bekommen sie plötzlich Hilfe von Dr. Yates. Ja, ähm, der eben auch für äh, der für Animal äh, Control arbeitet und berichtet ja dass er eben von einem Dell Spoon Infos eben über diesen äh, Freilaufenden äh, Panther bekommen ha hat. Ne? Woraufhin natürlich unsere FBI Agenten zu besagtem äh, Dell Spoon gehen, der eben auch für Animal Control arbeitet und uns jetzt berichtet, er hat eben diese Infos, wo dieser Panther zu finden ist, bekommt von einem Mann, einem Typ namens Mr. Zero mit Z am Anfang geschrieben, ne? ne? Und ja, alles, was uns nun Mr. Spoon erzählt, erinnert Fox an einen Akte X-Fall der Vergangenheit und zwar an die allererste X-Akte aus dem Jahre 1946, ne? Und darauf haben wir natürlich es sofort mit einem Zeitsprung zu tun, wo eine äh, Agent Hummelty, eine weibliche Agentin, ne? Einen Brief von einer Frau Sears, Dorothy Sears bekommt, ne? Aus Montana, über eben ja Tierangriffe auf Menschen, hinter denen angeblich mehr steckt, ne? Ja, ähm, nun setzt, äh, Fräulein Hamilton alles daran eben, dass man ihr diesen Fall überträgt. Immer hat die Informantin sich ja direkt an sie gewendet und versucht es damit zu begründen. Sie hat sich an mich gewendet. Mir vertraut sie. Ein anderer Agent könnte das versauen. Und daraufhin gibt ihr, äh, Direktor, ich weiß nicht, ob es der Assassin-Director äh, ist oder ob es ein anderer FBI-Director ist. Jedenfalls gibt er ihr nach und sagt, okay, äh, Sie dürfen diesen Fall übernehmen, aber ich stelle ihn äh, Agent Bing Allison zur Seite. Ne? Und nun brechen diese beiden zusammen auf nach Montana, um erstmal Fräulein Sears äh, zu besuchen. Aber hier angekommen, ja, sehen Sie äh, einen Spanner vor ähm, Fräulein Sears Fenster. Und die beiden beginnen natürlich jetzt, diesen zu verfolgen. Aber wir merken schon, ja. Mit dem Typen stimmt doch irgendwas nicht. In, mit einem Sprung springt er über äh, die Wäscheleine. Er springt auf ein Dach und kann dann auf die Art entkommen. Also da ja, stimmt irgendwas nicht. Ne? Gut, er ist jetzt entkommen. Sie begeben sich zu Frau Sears und sprechen nun mit äh, dieser über diesen erstmal über diesen vermeintlichen Spanner und erfahren, ach der ist öfters hier, er ist ein guter Freund. Er nennt sich Mr. Zero, aber diesmal nicht mit Z geschrieben, sondern äh, mit X. Und das ist auch dies, woran sich eben Agent Moder so ein bisschen aufhängt. Damals mit X, heute mit Z. Aber es klingt alles sehr ähnlich. Und da auch das Thema Tierattacke auf Menschen, das hängt irgendwie zusammen. Und ja, so lässt natürlich Moder wie wir ihn kennen, in der Gegenwart da nicht einfach locker und lässt das jetzt auf sich beruhen. Er äh, gibt sich nun in der Gegenwart auf die Jagd nach Mr. Zero, um herauszufinden, was es eben damit auf sich hat. Ne? Und vor allem waren in der alten X-Akte noch einige Fragen ungeklärt, die er natürlich ja auch hofft. Heute beantworten zu können in der Gegenwart. Ne? Darunter auch zum Beispiel, dass Messiers von Mr. Zero augenscheinlich, sage ich hier vor allem, getötet wurde. Und das möchte natürlich auch aufgeklärt werden. Und dementsprechend gehen wir natürlich wieder zurück in die Vergangenheit, begleiten wiederum unsere Agenten der Vergangenheit, Allison und Hamilton. Äh, ich hoffe, ich spreche diesen Namen von der Agentin irgendwie richtig aus. Vielleicht sollte ich einfach Millie sagen, das ist ihr Vorname. Ne? Ähm, jedenfalls begleiten wir ihm größtenteils die, aber ähm, wir be begleiten aber auch immer wieder unsere beiden Vorzeigeagenten, die auch zwischendurch schon mal auf Mr. Zero treffen. Ne? Und wir dann auch schon merken, ja, der sieht doch aus wie novs Verrat, ne? Aber der Hauptteil der Geschichte spielt wirklich erstmal in der Vergangenheit. Ne? Gut, dementsprechend bleibt immer noch die große Frage: Was? Wer ist Mr. Zero? Woher weiß er dies alles? Ist er zu vergleichen mit Deep Throat oder Mr. X aus Staffel 1, 2 und ich glaube irgendwo in Staffel 3 starb dann auch Mr. X oder Staffel 4, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Ist das zu vergleichen? Oder steckt da was ganz anderes hin? Und wieso wurde äh, Dorothy Sears am Ende äh, getötet? Und ja, ähm, was hat das alles jetzt wiederum mit Dell Spoon zu tun, ne? Und wieso gibt es so viele Parallelen zu dem einen und dem anderen Fall? Und vor allem schwebt nicht, wenn Dorothy Sears in der Vergangenheit von Mr. Zero getötet wurde, schwebt da nicht auch Dell Spoon? Lebensgefahr. Ja? Was hier auch noch sehr schön war, ist, dass dieser Fall eng mit der deutschen Folklore verbunden ist. Etwas, womit man vielleicht jetzt nicht unbedingt rechnet. Und dies hat mir recht viel Spaß gemacht. Das erinnerte mich jetzt zwar mehr an eine alte Buffy-Folge, müsste Staffel 3 gewesen sein, könnte auch Staffel 2 gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ähm, ähm, Hänsel und Gretel mitgespielt haben bei für und Angel und ähnlich ist es eben auch hier. Ne? Ansonsten gibt es auch nochmal so eine kleine Überraschung eben in der Gegenwart äh, für Dale Spoon, was ich auch richtig geil gemacht fand, ähm, was zwar augenscheinlich nichts mit dem Fall zu tun hat und darum auch eben so überraschend war. Ne? Und das muss eben auch unbedingt nochmal dazu erwähnt sein. Ich hatte. Auch hier wieder Spaß, finde es sehr schade, dass dieser Band bisher nicht bei uns erschienen ist und auch augenscheinlich nicht erscheint. Ich weiß gar nicht mehr, was mir Danny Books damals geantwortet hatte auf die Nachfrage, aber ich weiß auf alle Fälle, eben hier soll noch Band 5 kommen und wenn wir Glück haben, noch äh, die Staffel 11 eben als Komplettband, also als Megaband, wenn wir Glück haben oder eben auch nicht. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, äh, Year Zero hinfällig, was schade ist. War ein schönes Comic. Und ja, Riesenempfehlung für jeden Akte X-Fan, sollte sich da äh, mal reinschnuppern. Hat Spaß gemacht. Es ist natürlich teils im Englischen etwas schwieriger. Es ist äh, eben nicht so sehr die Umgangssprache. Äh, es ist nun mal ein bisschen agenten -Pla -Pla, Ihr kennt es aus der Serie und ihr, da ist es ja auch so, äh, dass Agents. Äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ähm, aber die Chance, äh, Gillian Anderson, Gillian Anderson, ja, auch in der Serie immer äh, Schwierigkeit hatten, ihre eigenen Texte aufzusagen, weil sie ja immer solche unmöglichen Sätze da äh, hatte, ne? dass sie damit Schwierigkeiten hatten. Wenn wir jetzt diese Texte dann eben auch hier drin haben, ist das schon etwas schwieriger, jedem Dialog 100% zu folgen. Aber man kann auf alle Fälle der Handlung folgen. Nicht jedem einzelnen Dialog, also nicht, wenn man eben nur mittelmäßig Englisch kann, aber es, man kann der Geschichte folgen, man versteht die Geschichte, man versteht die Pointe, man versteht also wirklich alles, man versteht den Twist mit in der Handlung. Es gibt nämlich einen richtig geilen Twist in der Handlung, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Es gibt sowas, da, damit rechnet keiner mehr am Ende. Ne? Und dadurch macht das richtig Spaß. Ne? Also es ist wirklich gut gemacht und Riesenempfehlung. Und ich würde sagen, das war's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss Leute.